Irgendwo hier an dem Baum war auch noch irgendwo was. Meine ich. Kann aber auch mit weiter hinten verwechselt werden. Wofür ich jetzt einfach mal ausgehe. Ja. Gut, dann gehen wir mal die Bienenkönigin in ihr neues Zuhause bringen. Und dass sie sich da mal freuen kann, bei mir Unfug stiften zu dürfen. Ist da bei ihm oben irgendein Viech? Oh, weiße Pilze. Das nehme ich auch mal gleich mit. Das bringt auch ein bisschen Kohle. Hier ist ein Viech. So, eine Bienenkönigin, bitte. Da. Die Königin sammelt Bienen. Arbeitsbienen. 1, 2. Sehr schön. Ich würde sagen, ich hole mal ganz schnell noch einen Smoker. Und jetzt heißt es so ein bisschen Arbeitsbienen immer wieder sammeln. Alter, da ist noch eine Königin. Willst du mich verarschen? Plötzlich überall Königin. Aber wir haben jetzt erstmal ein bisschen was gefangen. Das können wir erstmal ein bisschen verkaufen. Oder gepflückt. Das können wir auch verkaufen. Ich dachte, da fliegt doch ein, aber das war Oscar. Das wäre ja dann Hammer gewesen. Noch eine Bienenkönigin. Okay. Naja, wir wollen ja nicht übertreiben. Ha, nur nicht. Ich weiß. Gut, wir verkaufen wieder ein bisschen. Oder auch nicht. Wir nehmen es dann einfach wieder mit. So, das kommt weg. Das kommt auch weg. Der kommt auch weg. Das kann weg. Ich will mal wissen, wie viel bringen die Fliegen. 30 pro Stück? Das geht sogar. Das ist jetzt kein so schlechter Deal. Wir haben echt viel gesammelt. La 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 la. Ich würde sagen, dann holen wir mal ganz schnell noch einen Smoker. 42. Kann ich die nicht irgendwie halten, die Viecher? Irgendwie in einem Käfig oder so? Würde ich auch bauen. Da wüsste ich sogar schon ungefähr, wo ich den hinstellen könnte. Es geht ab. So, ein Smoker hätte ich gerne. Ich hätte... Okay, eine Kochstation wäre auch nicht schlecht. Naja, wir müssen... Ich baue gleich erstmal so ein bisschen grob ein, wie es bei uns zu Hause aussehen wird. So, einen Smoker. Dankeschön. Alter, wie viel kosten nochmal hier so Tiere, so Schafe und so? Fangkiste? Da 10.000? Allein so ein Huhn kostet 5.000. Alter, was? Fangkiste, oh mein Gott. Es wird schon wieder abends, echt? Was? Schon wieder? Ging aber schnell. Naja. Naja, naja, naja. Ne, ich hatte mir dann gedacht, vielleicht hier den Käfig hinzupacken. So ein riesen Okolyt, wo ich dann einfach ganz viele Viecher reinpacke. Alle Viecher, die wir finden, die wir noch nicht haben. Einfach da rein. Einfach da rein. Gib ihm auf die Fresse, ne? Einfach da rein. Blau, grün, gelb, lila, alles. Ach du Scheiße, es ist bald Frühling vorbei, sehe ich gerade, wenn. 16 Tage nur, was? Es regnet auf jeden Fall wieder. Ich hoffe, dass unsere Ernte fertig wird. Puh, das wird eng. Wachsensamen, prächtig. Und das müsste fertig sein. Ernten, jawohl. Goldene Gurke, Alter. Wie viel bringt eine goldene Gurke? Essen? Nein, ich will die nicht essen. Ich habe keinen Hunger. Also schon, aber nicht im Spiel. Monarchfalter, Alter. Der sieht so geil aus. Richtig geil. Ich mag die Farben, die er hat. So, ich schau mal ganz kurz nach. Den Smoker kann ich an die Seite packen. Den Falter packe ich mal dazu.
Alter, die goldene Fleischpeitsche. Nein, ist ja kein Fleisch. 120, Alter. 120, Mann. 260, geil. Alter, dagegen komme ich mir mit dem Pilz irgendwie lächerlich vor. Naja, wir haben 983. Wir warten aber noch ab auf die nächste Ernte. Weil dann schwenken wir, glaube ich, mal auf Sommer um. Dann schauen wir mal, was wir so im Sommer pflanzen können. Und ja, dann schauen wir mal nach. Ich freue mich schon auf den Winter, ob es dann auch schneit. Das würde mich mal interessieren. Genau, ich wollte jetzt um auf die Raumverteilung gehen. Also Küche bleibt hier. Küche bleibt hier. Eventuell mache ich das Haus ein Stück breiter, aber ich glaube nicht, eher nicht. Das hier wird Küche bleiben. Küche wird da so ein bisschen ausgebaut, bisschen andere Fliesen so rein. Das hier gibt es gar nicht mehr die Ecke. Also hier wird wohl. Doch, gibt es noch. Genau, ja. Hier soll die Treppe hin. Hier wird dann dicht gemacht, hier, so eine Wand. Schlafzimmer kommt nach oben. Und hier kommt Badezimmer halt hin. Hier wird die Wand halt durchgebrochen. Und ich würde sagen, das können wir theoretisch zum Teil schon machen. Einmal das, einmal das. Einmal das. Zack, 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 zack. Einfach mal wegkloppen. Genau, ist ja keine Decke, die dann plötzlich weg ist. Ist ja alles gut. Schwupp. Und schwupp. So, und das kommt dann hier hin. Den Boden kann ich ja schon mal rausnehmen. Den braucht man ja nicht. Paul macht übrigens gerade die ganze Zeit Tür auf, Tür zu. Ist übrigens ein Hobby von ihm. Also, das macht er einfach ziemlich gerne. Mag er. Findet er toll. So, einmal, einmal, einmal. Wieso ist hier Sand? Erde? Schlag mich tot, keine Ahnung. Drin. Hier auch, Alter. Deswegen wachsen hier ab und zu Blumen im Haus. So, ich schau mal ganz kurz nach, ob auf der anderen Seite irgendwas weg scheint. Nö, scheint nicht weg zu sein. Ist doch gut. Bin jetzt gerade mal interessiert, was da drunter ist. Ach so, ach so, das sieht auch so aus. Okay, alles klar. Alles klar, das ist der Boden sieht generell unten so aus. Ja, das wusste ich nicht. Gut. Da wir jetzt das Mysterium gelöst haben, würde ich sagen, dass wir uns mal hier den Boden gönnen. Ich nehme mal davon einen Block mit. Lass uns davon mal welche. Ich kann mal zweimal mitnehmen. Das zwei verschiedene. Ne, ist der gleiche, alles klar. Ach, kann ich den sogar. Warte mal. Weißer. Einfache weiße Bodenfliese. Warte mal, kann ich den schon machen? Weißer Steinblock? Nein, das ist ja hier. Nein. Nein. Kann ich nicht machen, okay. Großer Ziegelpflasterstein, weißer Steinblock. Es ist kein weißer Steinblock, es ist ja ein weiße Ziegelwand oder so. Wir gehen einfach mal gucken, was es so im Laden gibt. Ich finde es doof, dass der Laden so weit weg ist. Dann würde ich sagen, dass wir davon einfach mal so 20 Dinger kaufen. 20 dürfen wir erstmal rein. Haben wir welche auf Vorrat eventuell, wenn irgendwie wir noch welche bräuchten oder brauchen? Wir schauen erstmal nach, ob wir die Dinger irgendwie machen können. So, was können wir denn überhaupt machen? Fangkiste, Hühnerstall, Türrahmen, Fass. Einfache Türen. Brauner Holzblock. Kaffee. Nee, ist nichts dabei. Okay. Hier. Weißer Ziegelweg müsste das dann sein.
Weißer Zielweg 50 nur. Ja, komm. 1, 2, 3, 4. Das tut mir leid, dass da mal wieder irgendeiner zu eilig war. So. La 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 la. Können wir uns denn noch irgendwas Schönes leisten? Obwohl, nee, ich will sparen. Ich will sparen für die nächste Ernte. Dass wir da richtig Butter bei der Fische machen können. Einfach mal richtig was ausgeben können. Damit wir im Sommer richtig gut Geld machen können. Und uns dann vorbereiten können, dass wir das Haus vielleicht im Herbst renovieren können komplett. Und uns dann auf den Winter vorbereiten können. Also sprich, dass wir die Fenster mal neu machen. Na, also hier zieht es ab und zu mal ein bisschen drin. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Warte mal. Weiße Ziegelweg. Einfache weiße Bodenfliese. Elegant designte Boden. Fuck. Obwohl. Macht nix, hat was. Ich mache einfach mal alles weg hier. La la la. Mal alle weg. Schwupp, schwupp. Genau. So, so, so. 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 Jetzt haben wir hier das und einmal die Eleganten. Die Eleganten packen wir mal. Die könnten wir eigentlich. Die könnten wir eigentlich mal. Hier machen wir jetzt mal den Standard rein. So. Ah, das sieht doof aus. Das sieht doof aus. Das machen wir nicht so. Da kommt der Holzboden ganz normal rein. Holz, 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 Holz. Da, Holz. Paket. Ich hoffe, dass die Fliesen das Ganze überdecken. Aber wundervoll überdecken die das. Da können wir hier komplett wieder welche drunter machen. So, so und so. So, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir gucken. Also hier um die Ecke sollte... Hier sollte eine Dusche sein. Dusche machen wir mal 4 Stück. So, hier sollte eine Badewanne hin. Die kriegt dann auch nochmal... ihre 4. So kann man das am besten machen, genau. Also hier ist halt ein Abstand zur Wand. Dann machen wir die dazwischen. Später machen wir vielleicht nochmal ein komplett Muster rein oder sowas. Hier kommt dann die Toilette hin. Machen wir 2. Obwohl, da können wir das Waschbecken hinmachen. Genau, Waschbecken. Toilette kommt hier hin. Machen wir einfach mal so. So. Können wir das am besten vielleicht nochmal so komplett ausfüllen hier. Genau. So sieht das Ganze gut aus. Dann machen wir mal hier die restlichen einfach mal damit voll. Und es passt nicht. Es passt einfach nicht. Es reicht nicht aus. Willst du mich verarschen? Es reicht einfach nicht aus, ey. Oh Mann. Viel zu elegant. Viel zu elegant. So. Ja gut. Klauen wir uns gleich ein paar Fliesen. Ja genau. Das sind die richtigen Blöcke. Musste erstmal kurz überlegen, die sehen so klein aus. So, hier kommt dann halt die Wand rein. Mit dem Treppen. Ich sag mal, mit dem Treppenhaus. Der Rahmen halt kommt komplett weg. Und hier geht's dann halt in die ins Badezimmer rein. So, dann mopsen wir uns mal ganz kurz ein paar Fliesen von hier vorne. La 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 la. Merkt ja keiner. Wenn, mein Haus, meine Regeln. So. Und dann setzen wir die mal hin. Ja, gut, da... Oh, das sind die falschen Fliesen. Das sind die falschen Fliesen. Bisschen voll geworden im Inventar. So, dat, 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 dat,
Drei Stück fehlen noch, okay. Eins, zwei, drei. So, dann kommt eine Tür da rein. Eine Tür, habe ich gesagt, kommt da rein. So, die Tür soll sich auch so öffnen. So nach dem Motto, die Tür geht auf. Man sieht dann theoretisch alles und hat hier direkt den Blick auf Badewanne und so. Ich setze dann mal den Rest mal eben da schnell rein. Das, das und den Bello. So, Bello soll dahin. Der Thron. Ne? Klopapier einfach mal daneben. So auf die Höhe. Ne, damit man auch schön, wenn man da drauf sitzt, auch mal schön drankommt, mal eben zum Abputzen. Genau so. Hier kommt erstmal das Ding hin. Mehr haben wir ja noch nicht. So, das Bett, das stelle ich jetzt einfach mal irgendwo hier fett rein. So. Wird schon passen. Ich gehe mal ganz kurz los. Ich düse mal ganz kurz nochmal in den Laden und schau, also hier vorne in den Laden und schau mal nach schönem Badezimmer-Einrichtungszeugs. Gehen wir mal ganz schnell von hinten rein. Einmal durchs Lager. Hallöchen. So, da bin ich schon wieder. Ja, so. Schauen wir mal nach. Was haben wir hier Schönes? Haben wir hier überhaupt was? Was ist das? Saatgut. Saatguthersteller? Was? Geil. Geil. Richtig geil. Der hat nix. Im Laden. Schade. Dann rennen wir mal ganz kurz über den Markt. Auch wenn ich nicht glaube, dass die... Oh. Alter, die Dinger... Die gefallen mir. Schwarz, mag ich. Gefällt mir sehr gut. Neon-Tourenschuhe. Oh, Kopfhörer. 800... Was? Das ist Wucher. Das ist Wucher. Das ist absolut Wucher. 800, willst du mich verarschen? Was habt ihr denn so im Angebot? Ein Hühnerschild, Schafschild, Schweineschild. Gut. Ich frage mich, was die Schilde bewirken. Kann man dann darauf sehen, was man alles braucht? Um die Viecher vielleicht zu bekommen oder so? Naja. Wir haben auch schon wieder spät abends. Fällt mir gerade ein. Oder auf oder sonst was. Wir schauen mal ganz kurz nochmal nach, was wir hier haben. Türrahmen, Hühnerstall, Fangkiste. Würde ein ganzer, kompletter Zaun etwas besser passen. Gut, hier ist nix. Was haben wir hier? Haben wir hier irgendwie Einrichtungen oder so? Naja. Nein. Haben wir nicht. Haben wir nicht? Ja, dann schade. Was ist das hier eigentlich? Oh. Gelber Holzblock. Und das da drüber ist orange? Oder wie? Das darüber gefällt mir nicht besser. Orange, jo. Also das hier wäre dann die Farbe für unser Haus. Für die Außenwand. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. Ja, dann wollen wir doch mal schauen, was der nächste Tag so bringt. Na. Ich habe den schon von hinten, von weitem gesehen. Na komm. Komm zu mir. Da ist ja noch einer von der Sorte. Flop. Obwohl ich gerade eher auf Bienensammlung bin. Bienensammeln. Womit die Schmetterlinge auch sehr gut gefallen.
Komm, du bringst zwar nicht viel, aber schwupp. Mitgenommen. Schwupp, du auch. So, wie sieht's hier drin aus? Die Bienenkönigin sammelt Bienen. 3 von 10. Wow. Ich habe nur 2 gehabt. Strahlt nur so, warte mal. Aber hier nochmal gucken. Im Bogen, wie geht's dir? Im Bogen läuft immer weg, wenn ich komme. Strahlt auch nur so. Dopp. Die nehmen wir mal mit. Sonst ist ja hier nichts, irgendwie so ein tierisches Viech, was immer hier rumläuft. Finde ich gut. Ah, die wächst weiter. Ich hoffe, dass die auch im Sommer wachsen. So, gut, wir machen uns dann bereit für den nächsten Tag. Bald ist aber auch erstmal Aufnahmeende. Ja, mach hin, ne? Ja, danke. So, wir bauen jetzt erstmal das hier ab. Mit Türrahmen. Ohne Tür zu erstellen, oh, braucht man Rahmen mit Zeug. So langsam füllt sich unser Inventar ein bisschen. Ey. So. Gut. Täglich grüßt das Murmeltier, beziehungsweise täglich grüßt der Kescher. Passt besser. So, das brauchen wir. Das ist auch. Weißt du was? Das nehmen wir noch mit raus. Noch ist hier ein Paradies für die Tiere. Noch. Irgendwann nicht mehr. So, wie sieht's hier aus? Wächst prächtig, dürfte also nächsten Tag fertig sein. Das wächst prächtig, sollte irgendwann vielleicht überhaupt fertig werden. Falls da noch was kommt. Ah, hier sind auch mal ein paar Falter, die schnappen wir uns auch mal ganz schnell. Schwupp, einmal der. Und hier war auch noch einer, ein lilaner. Schwupp, der kommt mit. Kann ich hier eigentlich irgendwo hier hinsetzen? Ne, kann ich nicht, okay. Gibt's dafür wohl einen Käfig? Ich erstmal mit dem Schmetterling in der Hand irgendwas aufsammeln. Flop, Schnecke. Ja, unser Inventar ist gerade ein bisschen voll geworden. Aber wir kriegen ordentlich Geld dazu. So, der kommt zur Seite. Wir packen erstmal das nach oben. Das kommt da rein. Der Pilz kommt da rein. Du kommst mit da rein. Die Schnecken. Du auch. Die Eicheln. Haben wir noch irgendwas? Ja, oh, hier haben wir noch Pilze. Damit wäre das einmal komplett verkaufen. So, wir sind jetzt schon bei über 800. Wir sind jetzt gleich bei über 900. Deutlich über 900. Wir haben schon die 1000 geknackt. 1035 ist drin. 1100 haben wir fertig. Wir haben die 1200 drin. Kriegen wir die 1300 auch noch fertig? Nein. Aber ich muss sagen, das ist gut Geld. Wirklich gut Geld. Aber wie gesagt, wir sparen jetzt erstmal. Und machen uns bereit. Ist das unten eine Karte eigentlich? Mit dem Pfeil? Ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Du bist fröhlich, das ist schön. Opal braucht auf jeden Fall auch bald wieder was zu essen. So. Smoker können wir abstellen. Türrahmen können wir abstellen. Holzboden haben wir noch. Den können wir gleich erstmal hier ein bisschen verwenden. Die stellen wir ab. Kerze stellen wir ab. Kiste können wir auch abstellen. Den Schrank. Den stelle ich erstmal irgendwo hier in eine Bude.
So. Da unten ist eine Kiste. Da packen wir die Kiste erstmal dazu. Dann stellen wir mal eine Kerze irgendwie daneben. Dann kommt da noch was hin. Der Türrahmen quetschen wir dazwischen. Da kommt der Smoker rein. Puh. Genau, den Boden wollten wir jetzt verwenden. Dafür brauchen wir halt dann noch einmal das und einmal die Schaufel. Einfacher Grund ist ja überall Erde drin. La 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 la. Oh, nicht absetzen. Dankeschön. So, erstmal die komplette Erde rausnehmen. Alles, was hier an Erde ist, erstmal raus. Erde hat im Haus nichts zu suchen, ne? Gehört zwar auf eine Farm, aber nicht in die Wohnung. So, dann nehmen wir erstmal das Ganze mit. So, da steht auch noch ein einzelner leichter Holzplanke, stand dann noch rum. Okay, ob das Holz dafür reicht, glaube ich eher nicht. Ist ja doch ein bisschen mehr geworden als erwartet. Ist ja auch noch ein einzelner, den können wir aber mal eben schnell rausnehmen. Ja, 8 Stück. Easy. 4 Stück. Puh. Machen wir den nochmal eben weg, so. So, den Tisch können wir auf jeden Fall wieder hinstellen. Stellen wir mal so hin. Da können wir das Futter mal draufstellen. So, Hühnerfutter steht. Ich würde sagen, dass wir dann mal anfangen, hier die Ecke fertig zu machen. Mit diesem Stein. Genau. So. Bis dann haben wir gesetzt. Wir können mal 3 Stück also zur Seite mal so ein paar kaputt machen. Machen wir einfach so. Und so. Und so. Und zum Schluss einmal so. Ja, wir machen ein bisschen Erde weg. Schön. Ich würde sagen, dass wir die komplett irgendwie wegpacken, die ganzen Steine. Ich will davon keine im Inventar haben, sonst ist das. Ich will nicht sagen Verschwendung, aber. Sie stören halt im Inventar eher mehr derzeit, da wir einfach alles im Inventar haben. Alles. Von über bis alles. So. Und ich finde es gar nicht so schlecht. Irgendwie fehlt uns ein Zaun. Warum fehlt uns ein Zaun? Hä? Ach da. Die fliegen aber auch immer Kilometer weit weg, die Dinger. So, an sich ist es gar nicht schlecht, die Idee. Ich find's cool. Man sieht, von der Ecke sieht man nicht ganz so die Steine und von der anderen Seite sieht es eigentlich ganz cool aus. So nach dem Motto, die Dinger sind halt fest betoniert oder sowas, weißt du? Finde ich gut. Gut, dann haben wir noch so ein bisschen so Holz. Na, wir können aber nichts machen, okay. Ich überlege gerade, das brauchen wir erstmal nicht. Genauso halt wie das hier. Oder das. Davon haben wir sogar schon eins da unten stehen. Nee, doch eins.
Genau. Zahlen verwirren mich so ein bisschen. Hier ist 8, da steht 2 bei Tonkugel, aber 2 sind das hier. Ein bisschen buggy ist es noch, ne? Da will man jetzt nicht ganz zu hart sein. Ich überlege mal eben nochmal Futter zu kaufen. Ich weiß nicht, wie es um morgen geht, aber er hat bestimmt später noch Hunger. Und ich überziehe die Aufnahmen einfach wieder maßlos. Wahnsinn. Ich habe jetzt schon wieder länger aufgenommen, als ich eigentlich heute wollte. Da das Ganze noch geschnitten werden muss, gerendert werden muss und noch rausgeschickt werden muss. Gut, dementsprechend, ich hole jetzt einfach nur ganz strikt kurz Futter für die Tiere. Einmal im Morgen, viermal für Dingens. So, 1, 2, 3, 4. Und ich trug Futter, einmal Hühnerfutter. Und so haben wir schon wieder ganz viel Geld ausgegeben. Damit sind sie erstmal jetzt maßlos glücklich. Imogen hat erstmal wieder für längere Zeit. Oh, Schmetterling. Das musste einfach sein. Ging nicht anders, Entschuldigung. Ich guck mal ganz kurz nach, wie viele hat jetzt die Bienenkönigin? Wie viele haben wir jetzt eigentlich schon an Bienen? 4 von 10, Alter. Kommt da jeden Tag einer dazu oder was? Geil. So, hier ist eine Katze drauf und jetzt ist ein Hund. Jetzt müssen wir uns beeilen. Gefüllt mit 2 Einheiten. Sehr schön. So, einmal das, einmal das. Da hat die Imogen noch? Füllen wir mal eben schnell mit auf. Und dann ist Feierabend mit der Aufnahme. Dann ist sowas von Feierabend. So, gut. Damit bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen, für die nächsten für die Folgen, die jetzt kamen. Und macht es gut, bis dann. Ne? Und tschüss.